Wir haben einen Traum für die Jugend von Europa. Wir träumen von einem Ort, wo wir einander treffen können, miteinander reden können und diskutieren. Wie werden wir Europäer? Wir müssen die Vergangenheit der Kriege überwinden, die Grenzen in unserem Kopf auflösen und lernen, uns als Europäer zu fühlen. Als Begegnungsort haben wir uns ein europäisches Jugendzentrum vorgestellt. Dort kommen wir mit uns und mit Europa in Beziehung. Es werden verschiedene Seminare, Veranstaltungen und Workshops angeboten über Themen, die uns interessieren. So erfahren wir über Informationen über die EU und können mit Politikern sprechen, aber auch unsere eigenen Ideen und Vorschläge einfließen lassen. Die Anlage besteht aus einem Haupthaus und mehreren Nebenhäusern gemäß der Anzahl der Mitgliedsländer. Das Haupthaus umfasst Seminarräume und eine Bibliothek. Es hat die Form eines E und eines U für EU. Außerdem befinden sich in der Anlage noch Park- und Sportanlagen sowie eine Disco. Wir wünschen uns, dass die Unterbringung international gemischt ist und dass die Kosten für den Teilnehmer gering sind. Es sollte auch Ermäßigungen wie zum Beispiel bei der Bahn hin und zurück Rückreise geben. Die Sprachen dort sollten hauptsächlich Englisch, Deutsch und Französisch sein. Der Teilnehmer sollte auch frei wählen, zu welchen Veranstaltungen er geht und sollte die Möglichkeit haben, selbst aktiv Seminare beizutragen. Das Ziel dieses Hauses ist, dass das Identitätsgefühl für Europa bei Jugendlichen gestärkt wird. Die Seminare sollen die Auseinandersetzung mit der Europäischen Union fördern. Und eines Tages war es soweit, dass wir alles wieder verloren, denn träumend stirbt eine alte Zeit und aus Träumen werden neue geboren. Wir wollen gemeinsam leben. Wir bauen an der Zukunft für den Frieden in Europa. Wir haben einen gemeinsamen Traum.